Hallo ihr Lieben. Hallo. Heute ist ganz großer Grund zur Freude. Ja, weil? Weil? Ihr habt uns schon tanzen gesehen. Ja, was ist denn der Grund, Sabine? Wir haben 500 Abos. Ja, wir haben mittlerweile sogar schon über 500. Ich glaube, letzter Stand waren so 507, 508, ja, irgendwas so in der Größenordnung. In der Zimmer. Wir sagen herzlichen Dank, dass ihr so treue Zuschauerinnen und Zuschauer seid, dass ihr immer wieder dabei seid. Wir merken das an den lieben, netten Kommentaren, die ihr schreibt, an den vielen Likes. Ja, ich könnte natürlich jetzt wieder mal so eine Geschichte vorkramen, die ich schon so oft gesagt habe. Als wir begannen, hatten wir 27 Sekunden unseren ersten Film. Ja, ja. Übrigens, der ist jetzt übertroffen worden, der 27-Sekunden-Film, durch einen 20-Sekunden-Film oder eine Animation. Ihr habt den Einstieg schon gesehen, beziehungsweise vielleicht so mancher auch die ganze Animation mit dem Vorspann und dem Abspann. Das heißt, wir haben jetzt uns getrennt von dem üblichen Logo, das wir jetzt die letzten Jahre hatten. Und der Martin, unser Grafiker, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, ein wunderbarer Mensch, der opfert seine Freizeit, setzt sie hin und macht für uns völlig kostenlos ein Logo, beziehungsweise ich habe jetzt letztens mit ihm beschrieben, ich hatte die Idee irgendwie, dass man den Dusty und den Rusty, das Gespann irgendwie reinbringt und das in Verbindung mit dem Logo. Ihr seht es in Zukunft immer, das ist auch neu. Genau, wir haben Fotos gemacht, der Erich, von Dusty und von Rusty. Und der Martin hat das grafisch umgesetzt. Der hat das umgesetzt. Aber schaut wirklich original aus. Muss aber sagen, und da bin ich sehr stolz drauf, ich habe mich dann beschäftigt, wie kann ich diese Grafik zum Leben erwecken. Und das ist wiederum auf meinem Mist gewachsen. Und ich konnte diesem Bild Leben einhauchen, indem das von rechts nach links fährt, dann dort stehen bleibt, dann fällt das Logo runter und am Ende der Abspann fährt sozusagen das Fahrzeug gespannt wieder aus dem Bild. Hast du super gemacht, ist schon gut. Wir sind alle stolz auf dich. Ja, ich bin selbst auf mich auch stolz ein bisschen, weil ich habe ja gar keine Ahnung von diesen Dingen. Aber ich bin draufgekommen, habe herumprobiert, so eine Stunde und plötzlich hat es funktioniert. Und die Freude mit euch, genau, mit euch teilen. Ja. Auf jeden Fall ist es ein Wahnsinn. Über 500. Damals waren 50, 60, wie wir angefangen haben. War schon der große Renner. Ja. 50, 60 Leute. Aber gut, jetzt? Aber das ist alter Hut. Was nicht alter Hut ist, das ist dieses Video, das da jetzt gerade kommt und das ihr gerade seht. Das kommt ja mit gewaltiger Verspätung. Ich war das letzte Mal ein bisschen voreilig. Ich habe euch nämlich gesagt, wir machen ja eine Trennkostdiät und unter dem Titel Ran an den Speck werden wir jetzt laufend Videos herausbringen und euch den Erfolg zeigen. Es ist daraus insofern nichts geworden, weil ich über 2 Monate komplett fertig war. Ihr merkt es jetzt an meiner Stimme, die ist auch noch ein bisschen angeschlagen. Aber es geht mir soweit gut. Das heißt, in dieser ganzen Zeit hatte ich natürlich weder die Stimme und die Fähigkeit dazu, ein Video zu machen und ganz ehrlich auch nicht den Kopf dafür. Ich bin gelegen. Die Sabine war so nett, hat mich über 2 Monate gepflegt. Bin dann selber krank geworden? Ja, am Anfang war es noch so, da hat die Sabine noch, komm ein bisschen näher her, du bist glaube ich schon fast aus dem Bild, da war es so, dass du ja noch gearbeitet hast und du hast eine Woche Pflegeurlaub genommen, dann hast du deine Pension, deine Rente angetreten und im Endeffekt war es so, dass du gar nichts davon gehabt hast. Nein, ich war eine Krankenschwester und dann selber krank. Ja, und dann war die Jugend krank und eigentlich hat das unser Leben bestimmt. Nichtsdestotrotz haben wir angefangen mit der Trennkost. Ja. Und wir sind erfolgreich. Wir nehmen langsam, aber stetig ab. Ja. Ich möchte eins sagen, ich weiß nicht, ob es jetzt im Bild auffällt, wenn man frühere Fotos oder Filme anschaut von uns. Ich habe
Ich persönlich habe jetzt gute 10 Kilo abgenommen. Ich habe mit über 138 Kilo gestartet. Der letzte Stand war, bevor wir weggefahren sind, da jetzt nach Opatia. Heute sind wir übrigens auf der Insel Krk. War 127,4. Also ich habe bereits über 10 Kilo abgenommen. Das freut mich. Ich bin auch wesentlich fitter, aber ihr seht, es ist noch einiges vor uns. Ich will mich jetzt erfreuen an den positiven Dingen, dass es läuft, dass es funktioniert, ja, dass wir konsequent dran sind, trennen von Eiweiß bzw. Kohlehydrate, das gelingt uns gut. Aber langsamer, als es das letzte Mal war. Ich war da ein bisschen vorlaut und habe gesagt, ja, in 4 Monaten 30 Kilo und so weiter. Es ist offenbar in unserem Alter nicht mehr möglich, und in dieser Rasanz. Ja, also wir gehen es langsam an, wenn wir unsere Reise, und das ist das nächste Kapitel, da werde ich dann einen kleinen Szenenwechsel machen mit der Kamera. Das machen wir gleich. Ja, es kommt ja jetzt dann bald was auf uns zu. Und zwar hat die Sabine ja zunächst gesagt, fahren wir da herunter ans Meer. Es wird uns beiden gut tun. Erstens einmal brauche ich gute Meeresluft für meine Lungen. Und die Bronchien? Und die Bronchien. Also zu eurer Information, ich hatte eine ganz, ganz schwere Bronchitis. Über 2 Monate lang. Ich habe 3-mal Antibiotika nehmen müssen. Dann so ein Pumperl und was haben wir noch gehabt? Wir wollen euch jetzt nicht anfangen. Egal, es geht ist, wieder bergauf. Wichtig ist, dass alles so in Ordnung ist und der Arzt gesagt hat, es ist gut, wenn wir ja, die Meer Werte fahren, passen. Weil die Meerluft einfach, wir wollten einfach 4 Tage mal entspannen nach der vielen Krankheit. Und da sind wir jetzt heruntergefahren. Und jetzt, wenn wir zurückkommen, das wird morgen sein, fahren wir zurück, dann haben wir einiges noch zu tun. Das heißt, an Vorbereitungen, weil in einem Monat, ein bisschen mehr als einem Monat, Monat, geht's los. Wir haben die Fähre bereits gebucht nach Patras. Wir fahren diesmal von Ancona nach Patras. Von dort aus werden wir eine Stunde mit dem Auto nach Diakopto. Nach Diakopto fahren, ja. Danke, dass der eingefallen ist. Ja. In der großen Aufregung da, ist man da nicht. Da waren wir übrigens voriges Jahr schon. Jetzt werden wir dort, wo wir voriges Jahr im Oktober ansetzen und aufgehört haben, dort werden wir jetzt wieder anknüpfen. Das heißt, wir haben dieses Hotel für 4 Nächte gebucht und dann wird es mit unserem Gespann weitergehen nach Piräus. Und wohin wir dann fahren, das erzählen wir euch im nächsten Video, wenn wir dann auf Langzeitreise gehen. Ich kann euch eines versprechen, es wird sehr abenteuerlich. Wir werden einiges erleben und ich möchte jetzt nicht hergehen und wieder Spekulationen anstellen, sondern wir werden euch das Schritt für Schritt zeigen. Wer unseren Kanal noch nicht abonniert hat, dem gebe ich den Rat, unbedingt abonnieren, weil wir werden wirklich ganz, ganz tolle Sachen zeigen. Und wir freuen uns schon riesig drauf. Und bevor das Ganze jetzt noch ewig dauert, würde ich sagen, machen wir jetzt einen Schnitt. Ja, genau. Hast du noch irgendwas, was du unseren Lieben sagen möchtest? Nein, gar nichts. Auf jeden Fall, es wird jetzt dann losgehen. Wir freuen uns drauf. Ihr seid hoffentlich dabei. Wir freuen uns ganz drauf. Und es geht in Kürze los. Wie gesagt, in circa einem Monat, ein bisschen mehr, starten wir los. Und wir werden natürlich die Kameras mitnehmen und berichten. Dann würde ich sagen, inzwischen, ciao, ciao. Bis dann in Italien. Bis Ancona. In Italien, bis in Ancona, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.